So, erstmal ein herzliches Servus zu einer weiteren Ausgabe des Sportplatzes, dem Sportmagazin hier bei uns auf FS1. Für diese Ausgabe habe ich mich auf den Weg nach Mittersill gemacht, denn in Mittersill fand ja das Spiel SC Mittersill gegen den USK Vilsmoos statt. Und so viel sei schon verraten, in der ersten Halbzeit sorgten die Gastgeber bereits für klare. Im Meisterschaftsspiel der ersten Klasse Süd gegen den SC Mittersill und dem USK Vilsmoos zunächst einmal die in Neonfarben spielenden Gäste aus Vilsmoos am Ball. Sie beginnen übrigens mit Markus Ebing im Tor. Spielstand logischerweise torlos 0:0. Und die Gäste aus Vilsmoos haben einen Freistoß. Schöner Pass, aber kein Problem für Florian Reifmüller, dem Torwart der Gastgeber des SC Mittersill. Auch hier sind 150 Zuschauer am Sportplatz. Weiter Abschlag. Und natürlich auch hier die Freude darüber groß, dass es wieder mit dem Amateurfußball weitergeht. Jetzt wieder der SC Mittersill Ball, aber viel zu weit vorgelegt und Markus Ebing holt sich den Ball und macht sich bereit für einen Abstoß. Jetzt aufpassen, aber sicher gehalten, war allerdings aus meiner Sicht auch nicht sonderlich ein Problem. Auch hier war das Wetter für Fußball einigermaßen brauchbar und wir sehen gleich im Hintergrund einen Nachwuchsbewerb im Mountainbike auf der nebenliegenden Cross-Country-Anlage. Das allerdings nur nebenbei. Jetzt wieder ein Abstoß von Markus Ebing. Rückpass, nicht ungefährlich. Aber es bleibt vorerst beim Torlob. Sondern aufpassen! Schießt! Und da! 1:0 für den SC Mittersill. Der Torschütze war Manuel Sinhuber bereits in der dritten Minute, der Markus Ebing im Tor der Gäste keine Chance ließ. Ein optimaler Beginn für den SC Mittersill. Jetzt wieder der USK Vilsmoos am Ball und Einwurf für den USK Vilsmoos. Nummer 34 war Schiprin Zenelli, den wir gerade vorher gesehen haben. Vielleicht noch ein Wort zu den beiden Kapitänen. Auf Seiten der Gastgeber ist es die Nummer 23, Manuel Empel. Und die Gäste werden von Mario Gabmeier an Nummer 2 angeführt. Jetzt wieder ein Angriff des SC Mittersill, allerdings gut aufgepasst. Vielleicht jetzt eine Torchance. Zieht ab, aber der Ball geht am Tor von Florian Reifmüller vorbei. Jetzt wieder der SC Mittersill in einem rot-schwarzen Dresden. Aber der Ball geht mit weit vorbei, somit kein Problem für Florian Reifmüller im Tor der Gastgeber.
Ja, vielleicht noch ein Wort zu den beiden Trainern. Auf Seiten des SC Mittersill ist es Heribert Entacher und die Gäste werden von Thomas Rödl betreut. Ja, da liegt ein Spieler des SC Mittersill am Rasen. Und ja, es gibt eine gelbe Karte für Christian Laubichler vom USK Bezmus. 1:0, der aus Sicht der Gastgeber erfreuliche Zwischenstand. Und das nach bereits etwas mehr als 5 gespielten Minuten. Jetzt wieder eine erneute Unterbrechung. Das gibt mir Gelegenheit, euch einen Spieler der Gastgeber vorzustellen. Wir sehen in Mitte Nummer 23 den Kapitän Manuel Empel. Ja, und wenn man sich auch die Taktiken der Trainer ansieht, so ist doch auffällig, dass gerade im Süden unseres Sendegebietes in den Gebirgsdalen die Taktik 4-3-3, also Viererabwehrkette, sehr häufig eingesetzt wird, so auch in diesem Fall. Rückpass auf Florian Reifmüller. Und das Spiel ist erneut unterbrochen. Das gibt mir Gelegenheit, euch die weiteren Ergebnisse zu verraten. Um 2 in der ersten Klasse Süd US Zigoldig Daxenbach 1:9. Raures verliert gegen Bruck mit 0:2. Der US Rosal feiert in Flachau einen 3:0 Heimerfolg. Und der UFC St. Martin bei Lofer war gegen Bad Gastein mit 1:0 Erfolg. Die weiteren Ergebnisse: Hollersbach-Radstadt 3:2, Maria Pfarr-Stuhlfelden 1:2. Doch zurück zu diesem Spiel. Pass. Und der Ball geht erneut ins Aus. Wieder Markus Epping. Schuss. War dieses Mal sicher gehalten. Kein Problem für einen Torhüter, so einen Schuss zu halten. Ja, das Spiel würde ich als ausgeglichen bezeichnen. Dieses Mal sehr gut aufgepasst von USK Bezmus, der den Ball aus dem Spiel befördert. Somit logischerweise Einwurf für den SC Mittersill.
Wiederum einmal für die Gäste. Ja, vielleicht einmal eine Chance nach vorne. Was? Und der Ball geht erneut ins Out. Jetzt wieder vielleicht ein Angriff. Aber auch da bringt es nichts hin. Und wieder zurück auf Markus Ehring, den Torhüter. Der USK Vilsmoos. Könnte sich vielleicht tormäßig mehr tun? Wird das jetzt was? Läuft aufs Tor so, aber der Ball geht am Tor vorbei. Somit bleibt es beim 1:0 für den SC Niedernsee. Und wir haben mittlerweile die 13. Spielminute. Ja, vielleicht noch ein Wort zu den gelben Karten. Es hat zwei von ihnen gegeben in der 3. Minute auf Seiten des SC Mittersilden für Simon Elmer und in der 5. Spielminute eine für Christian Laubichler vom USK Vilsmoos. Das allerdings nur der Vollständigkeit halber erwähnt. Nummer 27 der Gäste, das ist übrigens Oliver Vierteler. Weiter Abschlag von Markus Ehring. Florian Reifmüller, der Torhüter des SC Mittersil, ist am Ball, hat gerade einen Abstoß durchgeführt. Rückpass.
aber der Ball geht ins Out somit Einwurf für den SC Mittersill. Jetzt wieder die Gastgeber am Ball. Flanke zur Mitte. Ah, da könnte man durchaus mehr machen. Ja, wir haben es gehört, es gab natürlich einen Spielerwechsel und zwar auf Seiten der Gäste. Die natürlich jetzt wohl mehr für die Offensive tun müssen, wenn sie noch ein Tor erzielen wollen. Für die Nummer 9, Simon Wechner, kam nämlich die Nummer 16, Gabriel Laubichler, zum Einsatz. Erster taktischer Wechsel. Und das bereits nach knapp einer Viertelstunde. Jetzt wieder ein Rückpass auf Florian Reifhammer, den Torhüter des SC Mittersill. Und das Spiel ist natürlich unterbrochen. Ja, ich habe schon erwähnt, es sind knappe 150 Zuschauer hier am Sportplatz in Mittersill, der, wie wir im Hintergrund kennen, an der Felberdauernstraße liegt, wo es nach Osttirol geht. Aber das nur nebenbei. Es gibt Eckball. Immer noch der SC Mittersill am Ball, könnte flanken, aber der Ball geht an Freund und Welt vorbei, somit keine wirkliche Gefahr und es bleibt beim 1:0. Jetzt geht der Ball sogar über das Tor von Markus Ehring. Spiel natürlich jetzt hauptsächlich im Mittelfeld. Was hier wünschenswert wäre,
wären Torschüsse und in weiterer Folge natürlich auch Tore. Aber von ihnen, zumindest von Toren, gibt es, wie wir sehen, relativ wenig. Wir befinden uns in der 21. Spielminute. A kann man durchaus pfeifen. Und die Nummer 27, das ist Oliver Vierter auf Seiten des USK Vilsmos. Langsam aber sicher wird es durchaus auch einmal Zeit für ein weiteres Tor. In dieser Begegnung. Was hier nämlich auffällt, ist, dass besonders die Mitspieler der Gastgeber ziemlich hohe Rücknummern haben. So beispielsweise Manuel Steger mit der Nummer 39 und die Nummer 71 Michael Börer. Und der Ball geht erneut ins Out. Einwurf für den USK Vilsmos. Ausgeführt von Shipping Zinelli. Der jetzt gerade am Ball ist. Näher hingehen. Da gibt es natürlich kein Durchkommen. Und es gibt Abstoß vom Tor von Florian Reif Müller. Und erneute Unterbrechung. Dieser Begegnung. Spielfluss ist durchaus vorhanden, aber was fehlt, sind Torschüsse und in weiterer Folge auch die Tore. Naja, was nicht ist, kann ja noch werden. Ja, den Schiedsrichter habe ich natürlich auch übersehen, dass ich ihn vorstelle. Es ist Horst Hoffmann, der dieses Spiel alleine leitet. In den unteren Ligen nicht ganz unüblich. Sicher gehalten von Florian Reifmüller, dem Torwart der Gastgeber. Abseits, aus meiner Sicht knapp, aber doch eine richtige Entscheidung. Es gibt Freistoß für den USK Vilsmos.
1:0 der aus Sicht der Gastgeber erfreuliche Zwischenstand. Und die Gastgeber sind jetzt im Angriff, aber auch das war durchaus als Abseits zu werten. Neuerlicher Abstoß von Florian Eifmüller. Und der Ball geht ins Out. Der Out-Einwurf wird von Manuel Impel aus dem Kapitän ausgeführt. Schuss und Tor! Da ist das 2:0 herrlich gemacht von Manuel Sinhuber, der Markus Ebbing erneut keine Chance lässt. Beziehungsweise es war Bernhard Altberger, ich muss es an dieser Stelle korrigieren. Er trägt die Nummer 15, aber auf jeden Fall war es ein schönes Tor. Bernhard Altenberger war zum 2:0 erfolgreich. Das Ganze in der 27. Minute. Wie gesagt, bisher waren Manuel Sinhuber und Bernhard Altenberger jeweils einmal erfolgreich. Manuel Sinhuber das 1:0 in der 3. Minute und Bernhard Altenberger in der 27. Minute das 2:0. Wiederum eine schöne Aktion. Ah. Der Ball geht erneut ins Out. Und mittlerweile befinden wir uns in der 30. Spielminute. Die Gastgeber führen verdient mit 2:0 gegen den USK Vilsmoos. Wiederum der USK Vilsmoos. Ah, ja,
könnte man vielleicht durchaus mal machen. Ja, vielleicht nach vorne spielen. Da liegt allerdings ein Spieler des SC Mittersill am Rasen. Natürlich ganz klar, Spiel ist unterbrochen. Jetzt wieder der SC Mittersill. Ball. Und der Ball geht erneut ins Out. Der Ball geht erneut ins Out. Ja, jetzt hat es vielleicht jetzt endlich einmal einen Torschuss abgeben. Der SC Mittersill kann den Ball in den eigenen Reihen behalten. Zwei zu null der aktuelle Spielstand hier in der Begegnung. SC Mittersill gegen USK Pilsen. Ja, da könnte man doch was mehr machen. Und da gibt es wieder einen Pfiff. Ja. Und 11 Meter ausgeführt von der Nummer 7 Manuel Sinhofer, der das 1:0 erzielt und somit erneut gegen Markus Ebbing antritt.
Schießt und Tor! Da ist das 3:0 herrlich gemacht und den Elfmeter trocken verwandelt. Manuel Sinhofer, die Nummer 7 des SC Wintersiel. Wir haben jedoch des Öfteren schon gesehen, dass die Elfmeter auch durchaus verschossen werden können. Somit natürlich alles andere als leicht, einen Elfer hineinzuschießen. Mittlerweile steht es 3:0 in der 36. Minute. Was? Da könnte man mehr machen. Dieses Mal liegt ein Spieler des USK Wilsmus im eigenen Strafraum. Somit kein Elfmeter, der dann ausgesprochen wird, wenn ein Spieler der angreifenden Mannschaft im Strafraum liegt. Es gibt jedenfalls Eckball bzw. Freistoß. Geht allerdings erneut ins Aus mit Einwurf. Könnte man durchaus passen, aber stattdessen geht der Ball ins Aus. Manuel Sinhofer wird den Eckball ausführen, übrigens bislang zweifacher Torschütze. Schuss! Der Ball geht an die Querlatte, das wäre durchaus das 4:0 gewesen. Das vom Spielverlauf her aus meiner Sicht durchaus in Ordnung gehen würde. Kontermöglichkeit. Und abseits entscheidet der Schiedsrichter und durchaus eine fragwürdige Entscheidung. Aber naja, Markus Ebbing wird es recht sein, dass das dort nicht zählt. Jetzt wieder der SC Wintersiel, auch eine Ballberührung von Florian Reif, der bislang relativ wenig zu tun hatte, was auch für die Mannschaft nicht, denn wenn ein Torhüter nichts zu tun hat, bedeutet es, dass die Mannschaft gut spielt. Und das kann man ja mit Fug und Recht wieder sagen.
Jetzt wieder ein schöner Angriff. Flanke von Manuel Hempel. Aber gut aufgepasst vom USK Vilsmos, der den Ball jetzt aus der Gefahrenzone bringen konnte. Sicher gehalten von Markus Ebbing. Bemühungen sind den Gästen auf keinen Fall abzusprechen. Nur was mir doch etwas auffällt, dass der Effizienz halt sehr zu wünschen übrig. Dafür wiederum eine schöne Kontermöglichkeit für den SC Mittersil. Abgewehrt. Gut aufgepasst von der Defensive des USK Vilsmos. Wie gesagt, beide Trainer mit einem 4-3-3-System. Das bedeutet eine Vierer-Abwehrkette, drei Mittelfeldspieler und drei Stürmer, eine bisher wenige Aufstellung hier in den Spielen, über die wir bisher berichtet haben. Rückpass, nicht ganz ungefährlich. Es gibt Freistoß. Und der Möglichkeit, vielleicht einfach mal früher abziehen. Und da ist das 4:0 herrlich gemacht. Und dieses Mal konnte sich Niklas Schneider in die Torschützenliste eintragen. Das Ganze in der 45. Spielminute. Herrlich gemacht und somit gibt es wieder Anstoß für die Gäste aus Vilsmos. Bislang ein sehr, sehr eindeutiges Spiel. Es wird wahrscheinlich nur mehr wenige Augenblicke bis zur Halbzeit sein. Noch ein Abstoß von
Markus Ebbing, Fußabwehr. Und das war's mit der ersten Halbzeit, Spielstand 4:0. 4:0 für den SC Mittersill. Mit diesem klaren Ergebnis ging es bereits in die Halbzeit und dabei war klar, dass die Gastgeber diese Begegnung auch gewinnen würden. Wie hoch? Das war allerdings noch die Frage und wie sich das Spiel in der zweiten Halbzeit weiterentwickelte, das sehen wir jetzt. In der zweiten Halbzeit des Spieles zwischen dem SC Mittersill und dem USK Vilsmus, bei dem die Gastgeber durch Tore von Manuel Sinhuber, Bernhard Altenberger erneut Manuel Sinhuber aus einem Elfer und Niklas Schleider aus der 45. Spielminute mit 4:0 führen, sind zunächst einmal die Spieler aus Vilsmus am Ball. Wie ihr unschwer erkennen könnt, wurden die Seiten gewechselt und beide Mannschaften haben zur Halbzeit ausgetauscht. Auf Seiten der Gastgeber verlässt Michael Möhrer für Tobias Lackner den Platz und auch die Gäste wechselten Taner Türkmen gegen Johannes Hirtgasser. Somit haben beide Trainer ausgewechselt. Es bleibt allerdings beim Spielstand von 4:0, zumindest vorerst. Wir haben die Nummer 16 gesehen. Das ist Gabriel Laubichler. Lukas Tick, Nummer 9, ist gerade am Ball, versucht es über die rechte linke Seite, passt zur Mitte, aber da hat der Abwehr des USK Vilsmus sehr, sehr gut aufgepasst. Erneuter Einwurf. Schuss. Herrliche Parade und schöner Einsatz von Markus Ebbing, dem Torhüter des USK Vilsmus. Ja, viermal hinter sich greifen, das ist in einer Halbzeit für einen Goalie natürlich alles andere als angenehm. Der Ball geht erneut ins Out. Einwurf von Ralf Bernicker, den wir mit der Nummer 14 sehen und den Ball an Lukas Dick übergeben hat. Jetzt wieder eine schöne Aktion, Schuss! Und abgewehrt von Markus Ebbing. Diesmal eine schöne Parade. Ja, sicher gefangen von Florian Reifmüller. Wiederum ein Versuch von der linken Seite. Jetzt häufen sich die Torchancen auf Seiten der Gastgeber. Nur bislang konnte keine von ihnen genutzt werden.
mittlerweile fast 50 Minuten gespielt. Wieder Lukas Dick über die linke Seite, Flanke zur Mitte, aber der Ball geht an Freund und Feind vorbei und stellt somit keine wirkliche Gefahr für das Tor von Markus Ebbing dar. Was? Oh! Wieder ein Herumgespiele und da ist das 5:0, das sich natürlich abgezeichnet hat. Manuel Steger konnte sich in der 51. Minute in die Torschützenliste eintragen, der die Nummer 39 auf Seiten der Gastgeber trägt. Gut gemacht. Aber der Ball geht erneut ins Out. Ja, jetzt können sich die Gastgeber natürlich Zeit lassen und der Ball geht erneut ins Out. Ja, es gibt erneut Einwurf. Und ja, das gibt mir Gelegenheit, euch noch weitere interessante Informationen zu geben, und zwar aus der ersten Klasse Nord haben wir auch soweit ein paar Ergebnisse, und zwar USV Koppel gegen SV Nustorf 4:0, Amprechtshausen Herwang Michael Bayern 0:0. Doch bevor ich die weiteren Ergebnisse verraten werde, zurück zu diesem Spiel. Wieder Lukas Dick am Ball. Wiederum regelkonform vom Ball getrennt. Sieht auch der Schiedsrichter Horst Hoffmann so. Und ja, das Spiel ist erneut unterbrochen. Und wir werden natürlich auch die weiteren Ergebnisse fortsetzen. Kuchl 1 B gegen Oberalm 4:1. Der USV Schäfer verlor gegen Hof mit 1:3. Und der USV Ebenau erreichte gegen die 1B-Mannschaft vom OSK Anif 1:2 unentschieden. Der Eiskap SV Salzburg setzte sich gegen die 1B-Mannschaft der Austria mit 2:0 durch. Das allerdings soweit zu den Spielen der ersten Klasse Nord. Eine Absage gab es leider auch
in dieser Spielklasse, und zwar das Spiel Wolfsburg-Huschl gegen USK St. Georgen, das, wie gesagt, abgesagt wurde. Sollten nicht zu viele derartige Spiele sein. USK Vilsmus in der eigenen Hälfte gibt es noch einen weiteren Treffer? Wir sind gespannt. Mittlerweile befinden wir uns in der 56. Spielminute. Ein Geschoss und da ist er! Das Tor zum 6:0. Der Torschütze war dieses Mal Bernhard Altenberger, der übrigens ebenfalls das 2:0 in der ersten Halbzeit erzählte. Also auch er konnte sich an diesem Mittag ein zweites Mal in die Torschützenliste eintragen. Ja, und es dürfte natürlich auch einen Wechsel geben. Jawohl, so ist es. Schibrin Zinelli, die Nummer 34, verlässt den Platz und für ihn kommt Johannes Hofer. Und auch die Gastgeber wechseln. Ralf Pernicker verlässt den Platz und Ben Winkler kommt an seiner Stelle. Das Ganze bei einem Spielstand von 6:0 für den SC Mittersil. Natürlich jetzt eine längere Unterbrechung. Wir sehen Lukas Dick im Vordergrund. Und das Spiel wird mit einem Anstoß für den USK Vilsmus fortgesetzt, was bei jedem Tor der Fall ist. Jetzt wieder ein Versuch. Rückpass. Oft für einen Goalie schwer einzuschätzen. Wiederum eine Kontermöglichkeit. Vom Ball getrennt. Aber war definitiv kein Foul. Somit bleibt die Schiedsrichterpfeife von Horst Hoffmann zu Recht stumm. Es gibt erneut einen Einwurf. Sicher gehalten von Markus Ebbing.
sicher gehalten von Florian Reitzam. Ralf Müller, bislang eine fehlerlose Partie abgeliefert und auch ohne Gegentor geblieben. Spricht natürlich sehr für einen Goalie. Gut aufgepasst. Ah. Da gibt es kleinere Fouls, die zumindest aus Sicht des SC Mittersil angesichts des Spielstandes von 6:0 absolut nicht notwendig sind. Sehen wir mit der Nummer 6 auf Seiten der Gastgeber Ben Winkler. Rückpass auf Florian Reifmüller. Jetzt Ben Winkler am Ball. Und ja, gibt es wohl einiges zu sagen. Ein Spieler des USK Fieldsmoos liegt an der Eckfahne. Jetzt wieder Lukas Tick versucht es. Ah, war eine durchaus gute Chance. Wiederum liegt ein Spieler Platz, kann allerdings Gott sei Dank weiterspielen. Jetzt wieder eine schöne Aktion. Über die rechte Seite, aber der Ball geht erneut ins Aus. Ja, mittlerweile sind 65 Minuten gespielt. Wir haben einen klaren Zwischenstand. 6:0 für den SC Mittersil. Und ich glaube, dass der USK Fieldsmoos diese Begegnung nicht mehr auch gewinnen wird, zumal der Ball jetzt über das Tor von Florian Reifmüller drüber geht. Eine weitere Torchance wurde vergeben.
Jetzt wieder ein Pass zur Mitte. Könnte abziehen. Ah, gute Aktion. Aber ja, jetzt ist die Effizienz der Chancenauswertung durchaus verbesserungswürdig, um es mal vorne auszudrücken. Ja, natürlich auch die Wechselregeln Corona-bedingt anders als sonst. Das sogenannte neue Normalität, mit der ich persönlich nicht wirklich etwas anfangen kann. Aber wollen wir nicht jammern, sind wir froh, dass es jetzt weitergeht mit der Meisterschaft. Und der Ball geht erneut in die Hand. Lukas Dick wieder beim Einwurf. Aber auch für meine Begriffe war viel zu weit vorgelegt. Das sollte man eigentlich daraus machen. Sicher gehalten von Markus Ebbing. Ja, vielleicht früher abziehen. Wiederum eine elendslange Unterbrechung dieser Begegnung. Ja, sowas sind Sachen, die eigentlich nur Zeit kosten. Und es gibt einen Spielerwechsel, wie wir hören. Niklas Schneider verlässt das Spielfeld. Nur der Enkel verlässt das Spielfeld und Markus Steger kommt erneut rein. Hier wird gerade ein Spieler vom USK Felsmoos verarztet.
Wir befinden uns in der 71. Spielminute. Kann allerdings hier Gott sei Dank weiterspielen. Ja. Wir sehen hier im Vordergrund Ben Winkler mit der Nummer 6. Ah, geht gut hin, aber ist unendlich zu langsam, um den Ball noch in Richtung Tor bringen zu können. Danke. Schuss. Aber der Ball geht am Tor vorbei. Und der Ball geht erneut ins Out. Darum ein Freistoß für die Gäste. Wiederum der SC Mittersil am Ball. Und wiederum abgepfiffen von Schiedsrichter Horst Hoffmann. Sechs zu 0 der aktuelle Spielstand und die Gäste aus Fitzmoos lassen sich hier aus meiner Sicht unverständlicherweise Zeit. Das Ganze kann man machen, wenn man weit vorne ist, aber das sind ja derzeit Spieler des SC Mittersil 6 zu 0. Der doch sehr eindeutige Endstand. Naja, hoch werden es die Gäste wahrscheinlich nicht mehr gewinnen. Wir befinden uns schon in der 75. Spielminute. Ah, außerhalb vom Feld und somit Einwurf für den USK Fetzmus. Jetzt vielleicht einmal einen Torschuss abgeben.
aber kein Problem für Florian Reifmüller, den Ball sicher zu fangen. Jetzt wieder ein paar Versuche der Gäste, aber aus meiner Sicht doch etwas zu zentral und das gibt Kontermöglichkeit für den SC Mittersil. Ach, warum geht da nichts weiter? Einmal ein ordentlicher Torschuss, das wäre durchaus für meine Begriffe sehr, sehr wünschenswert. Es gibt Freistoß für den SC Mittersil. Und oh, da ist das 7:0 für den SC Mittersil. Torschütze war Bernhard Altenberger. Ebenfalls mittlerweile zum zweiten Mal bei dieser Begegnung. Erzählte ja schon das 6:0 kurz in der 57. Minute. Eigentlich dreifach Torschütze, denn das 2:0 in der 27. Minute wurde auch von ihm erzählt. Somit ein dreifach Torschützen Bernhard Altenberger bisher in der Begegnung. Wiederum unterbrochen, aber das Ergebnis ist bislang doch sehr eindeutig. Jetzt wieder Abstoß. Der USK Filzmoos ist ein Ball, liegt natürlich, wie wir oben eingeblendet sehen, mit 7:0 im Rückstand eigentlich eher unaufholbar. Denn wir befinden uns mittlerweile bereits in der Schlussphase. Etwas mehr als weniger als eine Viertelstunde zu spielen. 10 Minuten um genau zu sein, ohne etwaige Nachspielzeit. Und die Gastgeber bleiben am Ball. Jetzt wieder Lukas Tick. Kann sich durchsetzen. Wird das vielleicht das 8:0? Nein, dieses Mal sehr gut aufgepasst von der Abwehr des USK Filzmoos. Naja, hoch werden die Gäste aus Filzmoos diese Begegnung wahrscheinlich jetzt nicht mehr gewinnen.
denn die Gastgeber sind wieder am Ball. Und können sie in sich auch jetzt wieder Lukas Tick. Ah, der Pass war wirklich sehr, sehr ungenau. Und somit ist es kein Wunder, dass die Abwehr des USK Vilsmoos den Ball sichern konnte. Wir befinden uns in der 82. Spielminute, die in diesem Augenblick begonnen hat. Und es gibt Einwurf für den USK Vilsmoos. Der wieder den Ball verliert, Lukas Tick, der mir in dieser Phase gut gewählt und voller Einsatz zeigt. Aber kein es gibt einen Freistoß. Ausgeführt von Manuel Sinhuber, der Nummer 7. Und ja, auch dieser Schuss geht daneben. Abstoß vom Tor von Markus Ebbeten. Trotz der 7 Gegentore auch einige gute Paraden gezeigt. Mit Gegentoren großteils schuldlos. Ich möchte daran erinnern, dass mit Marc-André ter Stegen auch ein Profi-Goalie 8 Tore in einem Spiel bekommen hat. Und auch wenn es gegen die Bayern war, dann muss man doch sagen, dass der Profifußball natürlich doch ein anderes Kaliber als hier der Amateursport ist. Aber auch solche Spiele sind natürlich sehr, sehr interessant und können durchaus unterhaltsam sein. Wiederum Kontermöglichkeit über die rechte Seite. Und der Ball geht über das Tor von Markus Ebbeten drüber. Ja, und mittlerweile sind 84 Minuten gespielt. Die Uhr tickt auf jeden Fall gegen den USK Vilsmoos. Vielleicht jetzt noch ein Ehrentreffer, aber kein Problem für Florian Reifmüller, den Ball sicher zu fangen. Ja, da liegt ein Spieler der Geste auf dem Rasen. Mich eine eher fragwürdige Aktion bei diesem Spielstand aus Sicht der Gäste. Nun zu 7 aus Sicht des USK Vilsmoos, um es der Vollständigkeit halber auch zu erwähnen. Jetzt wieder Marc Gabmeier, der Kapitän am Ball. Wir sehen ihn mit der Nummer 2 bei den Gästen aus Vilsmoos, die jetzt vielleicht noch einen Angriff starten, aber an der Abwehr des SC Mittersilhänger bleiben. Jetzt wieder ein Rückpass, den man wohl als Verlegenheitsaktion
werten kann. Und erneuter Einwurf. Manuel Seenhofer hatte sich übrigens bei diesem Spiel bereits zweimal in die Torschützenliste eingetragen. Er erzielte nämlich das 3:0 aus einem Elfmeter und auch das 1:0 bereits in der dritten Spielminute, jeweils aus absolut sehenswerten Aktionen. Dreieinhalb Minuten noch regulär ohne Nachspielzeit zu spielen. Jetzt wieder ein Rückpass. Damit Florian Heifmüller auch ein paar Ballkontakte bekommt. Und das Spiel ist erneut unterbrochen. Das Ganze, wie gesagt, eine Partie, die eigentlich schon längst entschieden ist, wenn man einen Blick auf die Anzeigetafel bzw. den Spielstand wirft. Ihr seht ihn oben eingeblendet. Ja, vielleicht noch kurz ein paar Worte zu den beiden Mannschaften, die auch in der letzten Woche in die Meisterschaft gestartet sind. Und zwar hatte da der USK Vilsmoos gegen den UFC St. Martin bei Lofer mit 3:5 verloren und der SC Mittersill erreichte auswärts gegen den SK Daxenbach ein 1:1 unentschieden. Das sind natürlich die ersten Ergebnisse. Ah, das wäre fast das 8:0 für den SC Mittersill geworden. Eine Minute 20 in dieser Begegnung noch regulär zu spielen. Kontermöglichkeit, aber abseits, somit keine Gefahr für das Tor von Florian Reifmüller, dem Torwart des SC Mittersill. Bleibt es bei diesem Ergebnis oder gibt es da vielleicht einen Treffer? Wir sind gespannt. Es sind die letzten Sekunden der regulären Spielzeit. Es gibt noch einmal einen Eckball. Vielleicht mehr in die Mitte flanken. Aber der Ball geht erneut ins Out und die reguläre Spielzeit dieser Begegnung ist in diesem Augenblick vorbei. Und wir befinden uns in der Nachspielzeit. Bin ich mal gespannt, wie viel der Schiedsrichter dieser Begegnung, Horst Hoffmann, noch gibt.
eigentlich nicht mehr allzu viel ist und dementsprechend daher der Spielstand ziemlich eindeutig ist. Es gibt noch einmal Freistoß. Sehr gut gemacht, allerdings kein weiterer Treffer. Der Ball ist bei Markus Ebbing, der sich auf einen Abstoß vorbereitet. Ja, nur mehr wenige Augenblicke und dann wird Schiedsrichter Horst Hofer das Spiel abpfeifen und wir werden das Endergebnis wissen. Und so viel kann man ja jetzt schon sagen. Der SC Mittersill hat diese Begegnung gewonnen. Vielleicht jetzt noch ein Angriff. Ah, viel zu kompliziert. Müsste man halt einfacher spielen. Letzte Aktion. Aber auch da geht der Ball am Tor vorbei. Und das war's. Endstand 7:0 für Mittersill. Halbzeit kamen nur noch drei weitere Tore dazu, wobei das nur unter Anführungszeichen zu setzen ist. Somit stand insgesamt ein Gesamtscore von 7:0 für den SC Mittersill zu Buche. Und es ist zu sagen, dass 7 Gegentore für einen Torwart pro Spiel durchaus viel sind. Aber wie ihr wisst, gibt es natürlich noch eine Steigerung und muss sich das Viertelfinalspiel in der Champions League anschauen, dass die Bayern mit 8:2, ja, ihr habt richtig gehört, 8:2 gegen den FC Barcelona gewonnen haben. Also ein ziemlich eindeutiges Ergebnis, das mich als Bayern-Fan natürlich freut. Mit diesen Informationen sind wir auch schon wieder am Ende dieser Ausgabe des Sportplatzes angelangt. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wünsche allseits noch eine gute Unterhaltung mit dem Programm von FS1. Macht es gut, Servus, das sagt euer Sportplatz.